Wir vom Stadtmuseum Düsseldorf stellen für Coding da Vinci die Objektsammlung Die fürstlich-jülische Hochzeit bereit. Dabei geht es um die Hochzeitsfeier von Herzog Johann Wilhelm von Jülich-Kleve-Berg und der Markgräfin Jakobe von Baden im Juni 1585. Durch die Kupferstiche aus der Werkstatt von Franz Hogenberg werden wir heute Zeuginnen und Zeugen von all den außergewöhnlichen Feierlichkeiten, die anlässlich der Hochzeit stattfanden. Dazu zählten die üblichen Veranstaltungspunkte einer adeligen Vermählung, wie das Hochzeitsmahl oder mehrere Turniere, aber auch besondere Ereignisse, wie das erste Singspiel in einer künstlichen Kulisse in Düsseldorf. Und Feuerwerke auf dem Rhein waren Teile der Festlichkeiten. Außerdem ist der Detailreichtum der Hogenbergsche Kupferstiche hervorzuheben, da sich in einem Bild oft viele kleine bemerkenswerte Einzelheiten verstecken. Es warten in der Objektsammlung noch weitere Grafiken auf euch. Vielleicht findet ihr einen kreativen Weg, die Kupferstiche aus unserer Sammlungspräsentation in die digitale Welt zu bringen. Wir freuen uns über jede Idee und wünschen euch viel Spaß bei Coding Da Vinci.